So, und damit willkommen in Familie Goffs Haus. Jetzt noch ein bisschen goffiger. Also, das kann man sich auch schön sehen lassen. Mit dem Weiß bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das so lassen sollte. Man sieht schon, dass er ruckelt und ruckelt. Aber das Weiß hat so was, ja. Ich kann mal was probieren. Was ist, wenn wir das jetzt dunkel machen würden? Das passt sogar noch mehr, ein bisschen mehr, ne? Ja, das klappt noch ein bisschen mehr mit den Händen. Ja, so ein bisschen dunkler. Gut. Jetzt kann man's akzeptieren. Willkommen in der Villa Goff. Oh, Wenn schon, denn schon. Ja. Ja. Das finde ich jetzt, das ist jetzt schon sehr praktisch. Ne? Ein bisschen umgedesignt, bisschen rötlicher, ein bisschen goffiger. Dann kommen wir rein und sehen, ja, ne, schön rot-schwarz hier halt, ein bisschen goffig hier die Küchenleiste, rot-schwarz, alles so ein bisschen süßer, das Zitulette auch hier. Es ist, ne, es heißt ja nicht, wir müssen jetzt hier alles 100% so haben. Naja. So. Ja. Ich glaube, das wird ihm gefallen. Da passt er. Okay, da müssen wir sie auch noch ein bisschen einkleiden. Denn sie sieht da auch noch ein bisschen ungarriger aus. Das heißt, sie kriegt auch noch mal ein Makeover. Das machen wir auch mal, finde ich, gleich. Das sieht schon sehr cool aus. Also, ja. Das Auto planen wir mal. Und du, Glöre, Mi, du wolltest ja ein bisschen hier, ne? Stinksaft herstellen, Zaubertrank entdecken, das kannst du auch machen. Ja, wenn man schon so guckt, ja, das geht schon. Das passt einfach viel mehr zu der Familie jetzt. Sie beschwört Äpfel, hallo? Oh, guck mal, wie sie aussieht hier. Oha. Doch richtig weiß, also. Professor, mit der Brille auch. Eieiei. Immer langsam. So, und da sind wir auch schon. Ja, ich habe ein bisschen schon vorweg was genommen. Ein paar Kleidungsstücke, zum Beispiel die Abendkleidung neu gestaltet, einfach so. Weil, ja, es dauert doch sehr lange, bis in Sims 3 das alles geladen ist, vor allem wenn man die Grafik hochgestellt hat. Und man sieht es ja schon. Ich hab ein bisschen angepasst, ne, so rot-schwarz. Ich finde, ja, einfach ein bisschen dem Stile. Weil wir wollten ja auch nur die ändern, die Kleidung, aber ich bin halt immer so unzufrieden, will halt immer mehr und was anders machen und ja, es dauert halt ein bisschen länger. Das ist natürlich typisch Hexe, aber das ist einfach zu. Das passt nicht, ne? Das wäre natürlich, ne, die Naturhexe gleich. Oder sowas. Oder hier, das sieht nicht schlecht aus. Ich bin nicht, das meine ich ja, ich bin nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Ich glaube doch, ich habe doch bei sowas, ich habe doch einen Rock oder so einen, zumindest so einen kürzeren. Mehr sowas hier. Oder wir gucken mal, da, wir nehmen glaube ich sowas bei Supernatural. Ja, sowas hier. Das ist schon angepasst hier. Das finde ich sogar noch. Das finde ich sogar passend. Das jetzt so nehmen und. Naja, mit den Stiefeln, das passt schon. Und dann, genau, dann machen wir hier noch Strumpfhose sozusagen. Dann könnte es was werden. Die Brille passt schon mal, also es passt schon mal sehr. Ohrringe. Ah, komm.
Lade, lade. Ja, das finde ich passt auch zu ihr. So, und jetzt mal gucken. Können auch. Oh, hier gibt es sowas. Das sieht auch nicht schlecht aus. Oh, aber das natürlich, das ist so. Ich glaube, das gefällt mir. Ich glaube, das war's. Ja, das nehmen wir. Das gefällt mir. Das gefällt mir schon. Ja, ja. Auch mit den Ohrringen zusammen. Ist halt ein bisschen. Ist halt schon Gothic. Ja, ja. Oh, ist alles gerade weg. Ich, ja. Alles gut, ja. Aber ich finde auch jetzt, guck mal, insgesamt jetzt passt das auch alles. Oh Gott, was ist denn hier los? Huch. Was ist denn jetzt los hier? Okay, lädt, lädt, lädt. Wir machen mal kurz den hier. Alter, wie sich das Haus einfach hervorhebt von der gesamten Stadt. Weil es einfach total dieses pechschwarze Dach. Ich glaube, das ist ja auch, glaube ich, von. Was von. Auf einem von den Erweiterungspacks von den China oder sowas. Also. Hier ist vielleicht, aber das ist wirklich. Das ist das einzige Haus, was hier wirklich. In der, so richtig schwarz, also richtig Familie Golf. Das ist perfekt einfach so. Weil so soll. Die sollen sich halt schon abkoppeln, dass man sieht, oh, die sind ein bisschen anders. Und genau, das Wichtigste habe ich vergessen. Ich wollte einen typischen. Warum ist das eigentlich so langsam gerade? Kann das sein, weil ich. Ich weiß nicht. Ich wollte einen typischen goffigen Zaun ziehen. Wir können natürlich eine Hecke machen, aber ich finde so ein. Wie sieht eine Hecke aus? So eine so, wenn schon eine richtig riesige Hecke. Denn teilweise. Okay, wir gehen pleite. Nee, das können wir vergessen. Das können wir vergessen. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen sparen. Also ich würde da so einen Zaun ziehen, so einen schwarzen. Um das ein bisschen einzugreifen. Aber wir können vielleicht ein bisschen das Privatsphäre beachten. Oder hier. Wir können sich sowas machen, ja. Das ist ein bisschen zu protzig. Das ist ein bisschen wie so, hier kommt keiner durch. Genauso sowas ist also Knast. Ja, das ist ein bisschen knastmäßig. Ist aber Goff. Oh, so mit einer Steinmauer. Ich glaube, das passt aber auch nicht so ganz. Ja, so sowas hier. Sowas ist. Oh, sowas ist klassisch. Oh, das ja hat sehr viel Stil. Und hier auch nochmal. Gott. Gott. Oh, das ist falsch. Falscher Ebene. Das finde ich. Geht das, würde es auch so gehen, das ist zu teuer. Nicht genug Geld. Ja, ist zu teuer. Das sieht auch irgendwie komisch aus, ich weiß nicht. So eine riesen. Bin auch nicht ganz sicher. Wir können auch erstmal den kleinen Bereich hier. Eindämmen, das andere kann ruhig frei bleiben, warte. Märchenzaun. Aber sowas gehört halt auch dazu, ne? Wo ist denn der jetzt? Ja, das ist so ein klassischer, der passt da schon. So. Würde ich das noch so gern so. So, das war es mir wert. Der Baum, der kommt weg.
genauso wie der hier. Da kommen eher so eine kaputten Bäume und nicht so eine. Ja, das hat uns jetzt ein bisschen in den Ruin getrieben, aber ich meine, die verdienen genug Geld. Das heißt, das Geld kommt auch schon wieder rein. Das ist ja irgendwie, irgendwas ist ja schon wieder faul. Guck mal, wie das. Naja, ich weiß nicht. Mal gucken. Aber ich finde, das hat schon was. Ne? Das ist halt so der Gartenbereich. Das andere kann alles so bleiben, aber so, dass man so ein bisschen Privatsphäre hat. Man kommt natürlich, ne, man kommt hier rein und keiner kommt raus. Können wir hier so einen Garten machen, hier ist noch Platz. Das andere bleibt so. Das reicht vollkommen aus. Ist halt so ein bisschen eingekettet. Das andere ist halt. Ich kann auch so einen hohen Zaun ziehen, aber der ist mir zu teuer. Ja, dann würde ich sagen, das soll es gewesen sein. Das waren jetzt zwei Folgen, wo wir so ein bisschen was anderes gemacht haben. Aber wir sehen schon ganz anderes generelles Haus jetzt so mit den Schwarz-Rot und alles. Es hat wirklich diesen. Es sieht jetzt wirklich sehr gothic-mäßig aus. Oder zumindest, ne, hier vor allem. Das mit der, das finde ich alles gut. Und hier auch, mit den Bäumen, da machen wir noch immer so eine anderen Bäume. Wie gesagt, wir werden jetzt erstmal wieder Geld sparen müssen. Aber das war es wert. Und wie gesagt, die gute Chloe wird dann im Frühjahr, im Simlish, oder nicht im Frühjahr, aber wird dann halt in geraumer Zeit aufs Internat gehen. Während die beiden dann hier, ja, weitermachen. Aber ich habe gesagt, ich möchte vorher noch, dass der gute Remy seine Sachen hier perfektioniert, weil guck mal, der stärkt schon wieder fast auf, also noch ein paar Aufträge, dann ist er auf Level 10, dann kann man sagen, jut, und sie ist aufgestiegen, das heißt, sie ist auf Level 5. Da ist alles okay, da soll sie auch ein bisschen Hexen lernen, auf jeden Fall. Und die beiden, und wenn sie in Internat ist, sollen die beiden reisen. Denn sie, hat sie noch einen Auftrag irgendwie? Nee. Denn er wollte ja nach. Okay, das ist alles weg. Aber ich wollte auf jeden Fall mit denen nach Ägypten. Das habe ich vorgehabt. Einfach mal reisen. Und vorher, genau, würde ich gerne mit Ramona noch ein bisschen damit einfach bei Athletikfähigkeit aufbauen, damit so ein bisschen, sagen wir mal, die vorbereitet sind. Das ist mein Ziel. Das heißt, wir machen alles in Vorbereitung für diese Reisen. Mit Athletik. Und bei ihr passt das mit der Athletik, weil ich glaube, sie ist eher so ein bisschen sportlicher, während er so eher der musikalische ist. Und wir werden sehen. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Also, ja. Nächste Woche ganz normal. Montag und Freitag. Also, zwischen den Tagen ist Neujahr. Und wir schauen mal, ja, was dann nächstes Jahr so auf Familie Goff zukommen wird. Auf jeden Fall einiges. Auf jeden Fall werden wir die Familie noch ein bisschen weiterspielen. Denn diese Familie, wie gesagt, mein Ziel ist ja letztendlich auch, dass die irgendwann hier einziehen. Das ist ja von Familie Gruse, also die originalen Goff, und ich möchte einfach, dass irgendwann die so viel Geld haben, dass sie hier einfach einziehen, weil ich finde, das ist die perfekte Villa für eine Familie Goff, das ist wirklich sehr goffig, und das ist sozusagen das Endziel, dieses Haus, da werden wir die Familie Gruse auch rausschmeißen, wenn es soweit ist, aber solange wenn man es auf jeden Fall wird, dass das Haus, die große Familie Gruse wird wahrscheinlich auch schon längst verstorben sein, keine Ahnung, oder die werden weggezogen sein, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es halt perfekt für die Goffs, für eine Familie Goff eingerichtet. Aber das passt erst, wenn die Geld verdienen, also wenn der Remy vielleicht Sänger wird, oder ne, sie halt mega Köchin ist und, ne, und sie hat wahrscheinlich dann auch schon studiert. Wir werden es. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, und bis bald. Tschüss.